Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CatCast PTF Sicherheit und das will ich euch heute kurz vorstellen. Ihr könnt mit dem Programm PTF-Dateien verschlüsseln und auch wieder entschlüsseln. Ich nehme einfach jetzt hier mal eine PDF-Datei. So, und sage jetzt hier mal PDF-Datei verschlüsseln. Mache hier noch 128-Bit-Verschlüsselung. Jetzt kann ich hier verschiedene Berechtigung setzen, ob ich Drucken erlauben will, ob Inhalt verändert werden darf und so weiter. Ich mache jetzt, verbiete jetzt mal das Drucken zum Beispiel. Und jetzt kann ich zwei Passwörter festlegen. Das eine Passwort ist im Prinzip ein Besitzerpasswort. Ich mache das jetzt mal hier. Zeige euch das mal. So, das Besitzerpasswort. Damit kann man die PDF-Datei ohne Passworteingabe öffnen. Hier oben steht dann geschützt da. Wenn ich auf Eigenschaften gehe. Sicherheit habe ich jetzt hier zum Beispiel, dass das Drucken eben nicht zulässig ist. Hier habe ich einen Kennwortschutz halt. Mit 128-Bit-Verschlüsselung. So. Ich müsste das Kennwort jetzt nur eingeben im Adobe. Wenn ich das Kennwort irgendwie entfernen wollen würde in dieser Adobe Professional Version. In zum Beispiel unserem PDF-Editor kann das Kennwort auch so wieder entfernt werden, ohne Eingabe. Das ist im Prinzip, dieses Besitzerpasswort ist im Prinzip ja zwar dort hinterlegt, aber im Prinzip ist die Datei zwar auch verschlüsselt, aber eigentlich mit dem Standardpasswort. Das heißt, es ist immer dasselbe Passwort und die Datei kann auch wieder entschlüsselt werden, zum Beispiel mit unserem PDF-Editor, kann dann auch hier einfach wieder Datei nicht verschlüsseln, zum Beispiel angeklickt werden und dann wieder speichern und dann ist auch wieder alles erlaubt. Dann gibt es das Benutzerpasswort, das wird benutzt zum Ansehen der Datei. Das heißt, ich speichere jetzt nochmal neu ab und jetzt muss ich, wenn ich die Datei öffnen will, auch ein Passwort eingeben. Das heißt, die Datei ist wirklich verschlüsselt. Mit diesem Passwort und ohne das Passwort kann ich die Datei nicht anzeigen. Mit der Datei kann ich die Datei dann anzeigen. Und dann ist wieder eigentlich alles so, wie es war. Die Beschränkungen sind hier aktiv und so weiter. Wenn ich jetzt mit dem PDF-Editor die Datei öffne. Na, wo ist der PDF-Editor? Hier. Ich öffne jetzt mal die Datei, dann werde ich auch zur Passworteingabe aufgefordert. Der PDF-Editor kann das Passwort auch nicht einfach entfernen. Wenn ich es natürlich eingebe, dann kann ich auch die Datei öffnen und kann auch das Passwort entfernen und die Datei ohne Passwort speichern. Genau, das waren die zwei verschiedenen Arten von Passwörtern. Damit soll eigentlich die Vorstellung des Programms beendet sein und abonniert doch den Kanal. Ich mache jetzt hier jeden Tag Videos für mein Programm. Ich habe über 200 Programme auf meiner Webseite und dann sehen wir uns beim nächsten Video.